Kein Frühstück. Mittagessen. Auf halber Strecke. Ich habe gerade Schafe gesehen, als ich pullern war. die haben mich voll angeblickt. Und dann habe ich Mähe gemacht. Dann haben sie es zurückgemäht. Die hatten sogar ein kleines Schäfchen. Wir haben jetzt die Hälfte geschafft. Und, oder? Und dann fährt Robert. Oder? Mutti kann noch nicht fahren. Leider nicht, ich kann nicht fahren. Gleich. Schatz, wo sind wir? Wir sind angekommen. Geklappt. Und das sieht mega aus. Ey, wir machen eine Roomtour. Du musst mit mir so eine Tour machen, dann zeige ich alles. Krass. Ey, wie groß das ist. Eigentlich können wir das nochmal buchen für meinen Geburtstag. Ja. Finde ich toll. Ich mache eine Mini-Roomtour. Hier ist Muttis Reich. Schön klein. Jetzt geht's. Wow. Das ist nicht schön. Ja. Das erste Mal, dass ich es bequem finde. Ich bin sehr gespannt. Ja. Über unsere Muschelmuschel. Das ist an unserer Muschelmuschel vorbeigefahren. Hallo. Hallo. Bist du? Im Meer. Ja. Wer ist da hinten? Mutti. Mutti geht schon ganz weit raus. Aber wir werden schon schwimmen gehen, oder? Ja. Also was heißt schwimmen? Einfach komplett rein. Ja. Schwimmen kann ich nicht so gut. Aber wir sind da. Da ist es mäßig, aber der Strand ist frei. Nur es ist halt nicht so schön. Mit den Algen, ja. Vielleicht. Wollen wir noch ein bisschen weiter tippern? Ja, ich würde dann schon richtig rein tippern. Okay, gut, dann so, jetzt seht ihr mal mich und Mutti hier. Mutti, wie findest du es? Sehr schön. Ah, meine Haare sind schon wieder aufgegangen. Halt du mal die Kamera. So halten. Ja. Mein Ossee. Ich bin hier schon im... Ich bin nicht nackt übrigens. Ja, du willst ins Wasser springen. Ich habe noch ein T-Shirt an. Ich habe mein Leo-Bikini an und jetzt will ich mal ins Wasser. Aber ich muss eigentlich noch auf meinen Robert warten. Will der auch ins Wasser springen? Ja, obwohl Robert so ein Angsthase ist. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Mit wem? Ja. Weiß ich nicht. Wir können ja ein bisschen mitfilmen hier. Nee, dann muss ich das aber immer wegmachen. Dann springen wir mit dir rein. Freue mich. Ja, wir melden uns später. Mal sehen, ob ich dann schon nass bin und abfriere. Wir sitzen jetzt in unserer Strandmuschel. Also wir waren nicht baden, weil es dann zu kalt war. Also es war, also naja, es würde schon gehen, aber es ist halt sehr windig und ich glaube, dann würde ich mich erkälten. Aber morgen wird das Wetter bestimmt besser. Und ja. Gefällt es dir, Mutti? Ja, sehr. Ich freue mich. Das ist der Leuchtturm sogar. Ja, als Windmühle und ein Anhang. Ich wollte mal hinlaufen. Ich bin ein bisschen müde und geschafft von der Fahrt. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen. Aber es ist schön hier zu liegen. Ich habe schon die Augen zugemacht und ein bisschen dem Meeresrauschen zugehört. Aber man sieht mir das auch irgendwie voll an, dass ich ganz schön müde bin. Jetzt chillen wir auf dem Balkon. Ja. Wir lassen uns verwöhnen von Robert. Wir kriegen Abendbrot. Genau, da hinten geht schon die Sonne unter. Das ist der Balkon. Habe ich das vorhin schon gezeigt? Ich weiß es gar nicht. Ich bin immer noch, also was heißt immer noch? Ich bin tot. Also geschafft. Geschafft. Morgen wird dann besser. Aber vielleicht fahren wir nachher nochmal rüber nach Deutschland. Mal sehen. Hast du Lust? Echt? Wir fahren nach Deutschland nochmal? Seebrücke? Ja, gerne. Mal sehen. Good morning in the morning. Ein neuer Tag hat begonnen und wir frühstücken gerade. Und ich sehe nicht mehr ganz so müde aus. Ich habe ja auch geschlafen. Wie fandest du das Bett? Sehr angenehm. Schön zum Schlafen. Nicht zu weich, nicht zu hart.
Sehr Mutti. Gut geschlafen. Mutti ist sogar schon auf den Spaziergang gegangen. Ja, ich bin getraut. Und habe auch wieder zurückgefunden. Sehr gut. So, wir sind jetzt ready. Und wir werden jetzt ein bisschen einkaufen. Mhm. Dann vielleicht rüber nach Deutschland. Was mein? Genau. Alles das, was alle die Deutschen lehnen. Und dann rüber nach Deutschland würde ich vorschlagen. Vielleicht gehen wir dann dort mal gucken am Strand. Ja. Da gibt es immerhin Toiletten am Strand, die kostenlos sind. Das ist gut. Wir müssen uns noch Kurtaxe kaufen. Ja. Und ja. Also Update, die Dusche war nicht so krass, aber meine Haare sind sauber geworden. Ja. Und ich habe festgestellt, ich habe eine Wimper, die so ganz gerade hier ist an dem Auge und die stört immer mein Sichtfeld so ein bisschen. Ja. Also wir halten uns auf dem Laufenden. So, kleines Outfit of the day. Ich habe eine weiße Bluse an mit dem Leo-Bikini-Oberteil, eine kurze Jeans-Shirt und weiße Nike-Schuhe. Die sind toll. Ja, und mein Leo ist crunchy. Mal sehen, ob ich da drin erfriere. Gestern war es ein bisschen kalt mit der Bluse. Ja, aber ist das nicht ein cooler Spiegel? Auto-Update. Wir waren einkaufen. Wir waren bei H&M, bei Rossmann und bei Deichmann. Bei Deichmann gab es nichts. Bei H&M habe ich ein T-Shirt gefunden, das zeige ich euch später. Und bei Rossmann haben wir halt noch so ein paar Sachen gekauft, die wir vergessen haben, beziehungsweise ich. Und ja, jetzt fahren wir nach Deutschland. Wie sich das anhört, oder? Wie so ein Tagesausflug nach Deutschland. Ja, genau. Gehen da mal auf eine Seebrücke und so. Genau. Und dann werden wir wahrscheinlich Mittag essen und dann eventuell unseren Strand nochmal setzen. Ne? Ja. Jetzt ist die Sonne wieder weg. Vorhin war die Sonne noch da, aber es ist leider noch nicht so warm, dass man sich wohlfühlt mit kurzen Sachen. Zumindest ich noch nicht. Ja, aber lieber so als zu heiß. Also es ist mir viel lieber so. Nicht wahr? Meine Klimaanlage, wenn es sehr heiß wäre. Das stimmt. Albeck ist das, ne? Ja, auf dem Spielplatz. Auf dem Spielplatz in Albeck. Bei der Spinne, Mutti will ein Bild mit der Spinne. Genau, oh, das ist auch richtig schön. Oh, mir würde schlecht werden. Schön. Erzähl mal was für den Vlog. Jetzt in Albeck. Hast du vorhin schon gesagt? Ja. Und es hat sich, naja, die Häuser haben sich verändert. Ich war ja schon mal in Albeck, aber das ist schon Jahrzehnte her. Sehr, sehr schön warm heute. Richtig schön. Kleiner Zwischenstopp auf der Bank. Es ist jetzt Mittag. Und dann fahren wir wieder zurück und wir hoffen, dass die Möwe unser Essen nicht aufessen will. Zurück vom Einkauf aus Deutschland. Wir sind bestimmt schon alle gespannt auf den Haul. Meinst du? Dann müssen wir den Rucksack mitnehmen. Passt zu dem Teller. Melone, Buttermilchmelone. Melone, Buttermilchmelone. Mit Melone und jetzt noch Melone zum Kaffee. Ich will beinahe einreiben, ich rette dann am Strand wohl nochmal ein. Was machen wir jetzt? Jetzt fahren wir am Strand schwimmen. Du machst den Vlog dieses Mal alleine, wa? Mal sehen, ob Sarah dann mit mir schwimmt. Richtig, schwimmen tue ich nicht. Ich bin hier noch in meinem gleichen Outfit. Ich ziehe gleich mein neues T-Shirt an. Ich wollte den Haul noch drehen. Also ich liege hier gerade und könnte jetzt einfach schlafen, aber vielleicht schlafe ich auch am Strand. Ja, ich merke das immer, wenn wir am Meer sind, dass ich dann so richtig müde bin. Und also ich habe das Gefühl, ich kann hier halt so entspannen und eigentlich müsste ich hierher fahren, damit ich mal richtig durchschlafe. Das wäre so richtig sinnvoll. Es ist halt irgendwie nicht so praktisch, wenn man was machen will und dann müde ist. Aber ich merke, dass
hier halt irgendwie zur Ruhe komme. Macht das Sinn? Wahrscheinlich. Ich hoffe, euch hat der Vlog bisher gefallen. Ihr könnt ja mal einen Daumen hoch geben. Ich denke mal, es ist nur ein Vlog. Vielleicht sind es auch zwei. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, wo ihr am liebsten Urlaub macht. Wir wollen demnächst ja auch mal ins Ausland. Und vielleicht habt ihr da ein paar Tipps für uns, wo wir da was Tolles finden mit Flug und so weiter. Und ja, dann viel Spaß mit dem restlichen Vlog. Hey Leute, ich bin jetzt wirklich ein enges Video drin. Ich wollte euch zeigen, was wir gekauft haben. Und zwar waren wir bei H&M. Und bei Rossmann habe ich, glaube ich, schon gesagt im Vlog, bei H&M habe ich hier so ein Haargummi. Und bei Rossmann habe ich dann einen gefunden, der sogar noch größer ist. Also, der sich weiter dehnen lässt, und zwar für meine Haare. Logisch, oder? Ich wollte einen Look machen und diese Invisibobbles, die reichen halt für meine Haare nicht. Und ich hoffe, dass das klappt. Dann habe ich mir hier noch so ein Duftkissen geholt, sonst habe ich schon, aber das ist ein bisschen größer. Und da ich jetzt mehr Haare habe, dann muss das natürlich auch größer sein. Ich habe mir meine Lieblingshaarkur nachgekauft von Isana, die. Also falls ihr die noch nicht kennt, ich finde die toll. Die kostet 3 Euro ungefähr. Und die ist mit Arganöl und Pflege steht da drauf. Und dann haben wir noch das Haaröl davon mitgenommen, was ich noch nicht in meine Haare gemacht habe. Genau, das hat, glaube ich, auch 3 Euro gekostet. Ich glaube, genauso viel. Dann haben wir nochmal Duschbad mitgenommen mit Zitrone und Limette. Das mag Robert gerne. Das benutzen wir eigentlich immer im Urlaub. Und eine Bodylotion, weil ich hatte keine mit. Und da haben wir einfach eine günstige genommen von Isana mit Olive. Und mein kleines Highlight, ich habe mir ein T-Shirt gekauft bei H&M für 10 Euro. Das ist mega cool, das ziehe ich jetzt auch gleich an. Und ja, Robert hat sich einen Kamm gekauft, weil er hat einen vergessen. Und jetzt hat er dann einen in seinem Waschtischchen. Und wie sollte es anders sein? Schlechtes Vorbild. Aber ihr wisst, in Polen kann man günstig Zigaretten kaufen. Das ist keine Werbung dafür, also raucht nicht. Raucht nicht schlecht für die Gesundheit. Und da habe ich mir immer hier die Teak Selection mitgenommen, 2 Stück, die sind ein bisschen milder, und die ganz normalen von Marlboro sozusagen Sienna. Genau, das war unser Haul. Und die haben 150 Zloty gekostet, falls euch das interessiert. Also hier die ganze. Oder? Nee, doch. Mhm. Und eine einzelne kostet 15. Mhm. Yay. Schatz, ja. Was machen wir? Dann mal in die Badestelle gehen. Ja. Mutti ist auch am Start. Ein bisschen verzögert. Erzähl mal, was wir machen. Wir sitzen im Algenwasser. Ja, das Wasser ist ja algig. Ja. Ja. Ihr schwimmt da vorne. Kannst du dir ja dann runterladen, und dann kann ich es ja bei mir löschen wieder. Ja. Mach mal noch ein Foto. Video abschalten? Auf den Kreis wieder drücken, dann ist das wieder. Ich glaube, das letzte, was gesehen wurde, war, wie wir im Wasser gemauschelt haben. Wir waren jetzt mal bei Kaufland. Ja. Haben Eis gekauft und Waffeln und Schoko und Vanilleeis. Und da hinten ist gerade die Sonne zu sehen. Guck mal, sieht man wirklich das so im Gesicht. Hm. Ist cool. Und ich habe das Gefühl, ich habe ganz viele Sommersprossen mehr geerntet. Jetzt essen wir Eis. Jemand hat Sonnenbrand geerntet. Ja, Mutter. Das ist, ich krieg keinen Sonnenbrand, das ist kein Sonnenbrand. Der ganze Nacken ist, ich habe mein schönes T-Shirt an. Das brennt doch. Das ist übelst cool. Das ist so voll so Baseball-mäßig irgendwie. Ja, da steht nicht Coca-Cola drauf, da steht Michigan. Hm, Detroit. Ich hätte gedacht, da steht Coca-Cola drauf. Das ist schön. Schön auf dem Balkon. Hello and welcome back. Unser Abendessen ist vorbei, und wir machen jetzt eine kleine
Nachtspaziergang ist die Kamera dreckig. Und wir werden jetzt Robert aussperren. Los, komm. Drück schon mal drauf. Einfach nur auf zu. Nur auf zu. Mal sehen, ob er denkt, dass wir da drin gehen. Oh. Oh! Hast du schon auf 0 gedrückt? Ja, ja, ja. Ja. Dann warten wir halt unten auf Boden. Ja, also das hier ist der Fahrstuhl. Wieso sind die doppelt? Das jetzt war? Doppelt? Ich bin verhindert. Wieso bin ich zweimal zu sehen? Ich habe irgendwie voll die Müdigkeitsschwankung. Ich habe vorher einen Mini-Schluck Alkohol getrunken und gute Nacht, sag How is that happen? Okay, also. Ist aber noch sportlich jetzt. Robert musste seine Chips wieder abtrainieren, nicht wahr, Schatz? Oh, da kamen die Chips. Ja, wir gehen jetzt noch eine Runde spazieren bei dem schönen Abendwetter. Und morgen geht's schon wieder nach Hause. Hier ist übrigens unser Apartment. Können wir empfehlen. Den Namen wissen wir gerade nicht. Bei Vanisnik 20. Ja. Und genau, wenn was Cooles passiert oder Robert wieder eine sportliche Aktion macht, dann werdet ihr es wissen. Hast du ein Video? Ja. Also, wir stehen jetzt hier, wo stehen wir? Am Hafen. Heißt das Hafen? Ja, am Hafen, wo die Fähren an. Genau. Und es sind 21 Grad. Richtig. Und, es und kommt da kommt ein Schiff. Ein großes Schiff. Guckt euch das Schiff an, Leute. Das ist grünes Licht. Ja, aber es ist richtig schön jetzt mit dem Licht und so. Es ist richtig entspannt, nicht so viele Leute, wie ich das mag. Spaziergang beendet. Mhm. Wo wohnen wir, Mutti? Da oben, wo der Tisch ist. Über dem Licht. Da. Wie fandet ihr den Tag? Gut. Sehr schön. Wir haben sehr viel gesehen und sehr viel gemacht. Was hat dir am besten gefallen? Das Wasser in der Ostseebahn. War zwar schmutzig, aber ist egal. Was hat dir am besten gefallen? Das Spazierengehen. Jetzt. Was hat dir am besten gefallen? Das Spaziergehen hat mir auch gut gefallen. Aber es gibt eine Sache, die mir noch besser gefallen hat. ja, das ist das Schlusswort. Ich weiß nicht, ob noch ein Vlog kommt. Mal sehen. Tschüss. Good morning in the morning. Na, alle ausgeschlafen? Mhm. Wir haben es 9.11 Uhr. Um 10 müssen wir hier draußen sein, sonst kriegen wir die Tür nicht mehr auf. Wir haben jetzt gefrühstückt und da unten wartet schon unser Auto. Ja. Und was wollen wir erzählen? Wir wollen noch zur Engelsburg. Die wollten wir Mutti noch zeigen. Und dann wollten wir noch an den deutschen Strand, das habe ich glaube ich gestern schon erzählt. Aber bis jetzt ist es noch nicht so warm, dass man baden gehen kann. Vielleicht wird es ja noch wärmer. Ich muss mir nämlich gleich eine lange Hose anziehen. Ich bin ja nämlich mit der Decke ausgestattet. Ansonsten gibt es noch eine Seebrücke zu sehen. Genau. Und wir haben schon unseren Proviant fertig gemacht, also unser Mittagessen. Ja. Und jetzt packen wir noch alles zusammen. Und vielleicht zeige ich euch die Wohnung dann nochmal ein bisschen besser. Zum Schluss nochmal kurz.
So, wir haben jetzt alles zusammengepackt. Das war jetzt ein bisschen stressig. Ich wollte euch aber noch das Bad zeigen. Und zwar ist hier so ein Herzchenspiegel. Eigentlich ein richtig schönes Waschbecken. Die Fliesen sehen auch toll aus. Eine ebenerdige Dusche, die ich nicht verstehen werde. Jetzt klopft gerade Robert, weil dann immer alles nass ist. Oh, doch nicht? Komisch. Bin ja komisch. Ich dachte, mein Robert klopft. Ja, gut. Auf jeden Fall ist das Bad. Finde ich eigentlich ganz schick. Aber der Wasserdruck ist zu wenig gewesen. Ja, dann ist das der lange Flur. Hier gibt es einen richtig großen Schrank mit einem riesigen Spiegel. Den habt ihr ja den Tag schon gesehen. Ich habe übrigens wieder die Bluse an, die Schuhe, eine lange Hose diesmal. Mein Kopftuch, das ist von H&M. Falls ihr euch fragt, ich habe das jetzt ein bisschen zu locker gemacht leider, aber ich kann es jetzt, glaube ich, nicht mehr korrigieren, keine Zeit mehr. Dann ist das hier Muttis Schlafzimmer gewesen. Es hat doch jedes Zimmer einen Fernseher gehabt. Hier ist auch noch mein Schrank. Ich weiß gar nicht, da haben wir gar nicht reingeguckt. Hierfür ist der Schlüssel. Das, aber die passen auch nicht. Ja. Dann haben wir hier das Schlafzimmer von mir und Robert. Das ist genau das gleiche, bloß halt größer. Das Bett ist toll, so ein Bauchspringbett. Und ja, genau. Auch mit Fernseher und so. Und hier ist das Wohnzimmer. Ich finde die Couch süß. Ich mag diesen Couchtisch richtig gerne, den würde ich mir auch hinstellen. Und das ist die Küche. Also richtig toll, sogar mit Gefrierfach und allem. Und dann war hier noch der Balkon. Da habt ihr uns ja auch sitzen drauf gesehen. Und genau. Das ist der Ausblick. Da hinten ist der Hafen. Da ist so gerade ein Schiff. Sieht man das vielleicht nochmal ganz gut. Ja, und jetzt ist es kurz vor 10 und gleich ist dieses elektronische Zahlencode-Schloss abgelaufen. Und dann kommt man nicht mehr rein. Ja. Wollen wir mal eine Empfehlung aussprechen? Das ist ein tolles Eis. Ja, schmeckt sehr lecker. Das ist auch gar nicht teuer gewesen. Ich glaube 10 Zloty. Ich glaube 2 Euro. 500 Liter, 300 Gramm mit Schoko drin. Ja, auf jeden Fall schmeckt sehr lecker. Haben wir halt keine Kühlbox. Also wir haben eine Kühlbox, aber das ist halt Kühlschrank. Nicht mal Kühlschrank halt. Und das schmilzt ja dann. Deswegen gibt es jetzt noch Eis und dann fahren wir los zur Engels. Der haben wir noch mal kurz meinen Turban neu gebunden, der war nämlich zu locker. Und ich würde ja mal interessieren, ob man jetzt unten die Tür noch aufkriegt. Aber ich weiß nicht, ob wir das versuchen. Haben wir das schon mal im Vlog drin gehabt? Ja. Das letzte Mal, als wir hier waren, war ein richtiger Sturm. Heute ist es ganz ruhig. Und Mutti, ja. Wie ist es? Sehr schön. Schön. Ja. Die Maske ist gut, da sieht man kein Doppelkinn. Jetzt kann ich gehen. Also Update, wir wollten kurz zum Meer. Nochmal, aber leider haben wir keinen Parkplatz gefunden. Jetzt sind wir auf dem Rewe-Parkplatz und ja, jetzt machen wir uns auf den Rückweg. Aber wir sehen ja die Ostsee bald wieder, nicht wahr? Ja, ich freue mich schon. Das ist mir wirklich.